Auf nach St. Ilgen-Sandhausen zur deutschen Modelltruck-Meisterschaft 2014. Schon beim Betreten der Kurpfalzhalle in Leimen, St. Ilgen, finden sich neben den typischen Modellen auf den Tischen auch einige Neuerungen. Der Verein FMT Kurpfalz hatte sich bei seiner ersten Meisterschaft einiges ausgedacht. So säumten Stände von 7 Herstellerfirmen die rechte Seite der Halle. Daneben gab es 2 Parcours der IG Roadworker. Der FMT Kurpfalz, der Veranstalter der deutschen Meisterschaft hier, wollte einfach ein bisschen was Neues bieten und hat sich dann überlegt, zusätzlich zu den herkömmlichen und altbewährten Sachen wollen sie eben was Neues machen. Und darauf kamen sie eben auf uns zu, dass die Roadworker Arena, die ja auf den Messen viel vertreten sind, einfach auch hier auf der Veranstaltung neuen Anreiz zu schaffen und auch einfach in den Bereich Baumaschinen eher abzudecken. Die einzelne Station ist so ein Misch aus verschiedenen Möglichkeiten, wie man die Modelle einsetzen kann. Also Funktionsmodelle haben natürlich andere Funktionen als ein LKW. Und hier geht es einfach darum, so ein bisschen abzubilden, Geschicklichkeit, ja, auch so ein bisschen Einschätzungsvermögen, gerade was Gewichte angeht und einfach so den Umgang mit den Modellen. Das wurde bis jetzt sehr gut angenommen. Es ist natürlich einfach eine Chance mit den Modellen. Nicht jeder hat so ein Modell und einfach mal so ein Modell auch mal selber ausprobieren zu können. Und gut, natürlich auch zu beweisen, ob man das schon besser kann als der Kollege zum Beispiel. Die Teilnehmer des Roadworker Construction Cups mussten sich in Baggerdart, Turm bauen und in der Modellgrube messen. Die Gewinner waren Theresa Schmidt, auf dem 2. Platz stand Dirk Birlenbach, gefolgt von Michael Schönherr. In der Roadworker Challenge wurden die eigenen Modelle in den Disziplinen Wippe, Lichttunnel, Schräge, Verschränkung und Zugkraft getestet. Gewinner war Markus Schimmele. Den 2. Platz erreichte Herbert Berthold, gefolgt von Andreas Peters. Neben den neuen Disziplinen durften die Altbewährten natürlich nicht fehlen. So gewann beispielsweise Tobias Popp den 1. Platz im Eigenbau. Für das Modell habe ich 2 Jahre gebaut. Ja. Genau. Das ist ein Originalnachbar von der Feuerwehr Puller, das steht bei uns auch in der Wache. Und das habe ich eigentlich so gut wie es ging dem Original nachempfunden. Sein Vater Hermann Popp erklomm zudem den 1. Platz im Maßstab 1:8. Mitglieder von 17 deutschen Vereinen und Privatpersonen maßen sich in den Disziplinen Sattel und Gliederzug. Die Atmosphäre ist klasse, die Austragung ist super, also der FMT Kurpfalz, die machen hier super Job, die haben da super organisiert und ja, unter uns Modellbaukollegen haben wir riesen Spaß. Ja, es macht Spaß, ist ganz lustig, hauptsächlich das Rumfahren, die Modelle sind auch ganz cool. Also wir waren sehr zufrieden, auch mit der Resonanz, auch von den Zuschauern, von den Teilnehmern, also wie der Erwartung ist auch sehr groß. Das mit den anwesenden Firmen wurde sehr positiv von den Teilnehmern aufgenommen und war eine gute Idee, dass wir auf der Messe Sinsheim die Aussteller gewinnen konnten, auch hier bei den deutschen Meisterschaften zu sein. Ja, ein großer Dank geht der IG Siegerland und dem TFM Berlin 88, die uns sehr großartig bei der Vorbereitung und bei der Durchführung der Meisterschaft unterstützen. Die Berliner mit ihrer Auswertung und die Siegerländer mit der Vorbereitung für die Meisterschaft. Und auch mit dem Parcoursaufbau von Wettbewerbsparcours, ganz klar. Es war eine große Herausforderung, zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft auszurichten, aber wir haben es gern gemacht. Und ich denke, wir können auch stolz sein auf das, was wir, das Team vom FMT Kurpfalz geleistet haben, nämlich hier eine 2-tägige Veranstaltung auf die Beine zu stellen mit über 130 Teilnehmern. Dass wir dieses ausüben können dieses Jahr. Dennis Pütz war Erstplatzierter des Vedico Junior Supercups. Ich werde Kategorien Mannschaftsmeldung. Und ich bin Siegerland.
Gewinner der Mannschaftswertung waren Dirk Birlenbach mit Rainer Schmelzer und Georg Hirschauer vom IGS Siegerland. Super, bitte, geil. Drei. Wir haben es geschafft wieder. Na, ist mir schon die ersten Ideen durch den Kopf gegangen? Ja, verraten aber noch nicht, kommt. Im nächsten Jahr geht es ins Siegerland. Die Redaktion von Trucks and Details ist gespannt, ob es bei der nächsten deutschen Modelltruckmeisterschaft weitere Neuerungen geben wird.